Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, wir machen weiter unsere Missionen und wir haben hier eine Aufgabe bekommen von einer Rakete, die eine Spannweite von 3 Meter, eine Höhe von 3 Meter haben soll und sie soll 500 Meter erreichen und darf nur aus Schrott gebaut sein. Jetzt schauen wir mal, wir haben hier natürlich viele verschiedene Sachen mittlerweile. Problem, die sind natürlich auch dementsprechend schwer, ne? Schauen wir doch einfach, dass wir das jetzt duplizieren und drehen können. Die Frage ist ja, ab wann sind es 3 Meter Spannweite? Weil das siehst du hier nicht, du hast hier keine Maßeinheiten irgendwie. Länge von 3 Metern. Das sind... Uff. Das kann natürlich jetzt, nennen wir es, interessant werden. Wir müssen natürlich jetzt das Ganze so designen, dass es stabil ist am Ende. Und halt auch dementsprechend fliegt. Weil ich sehe jetzt schon, dass das wieder auf the grid ist. So, 3 Meter Höhe erreicht. 3 Meter Spannweite, haben die denn eigentlich einen Schaden? Wie soll ich denn das erreichen? Uff. Machen einfach unten. Jetzt warte mal, bevor wir das machen. Haben wir doch hier noch die Bierfässer und alles. Individuelles Fass. Machen wir wieder Grid Snipping an. Vielleicht gar nicht so doof. Ich hätte genau gern das da dupliziert. Ja, schaut schon auch schon gut aus. Also 3 Meter Spannweite und alles haben wir schon erreicht. Dann müssen wir jetzt einen Treibstoff reinpassen. Experimenteller Biotreibstoff. Eigenfte Treibstoff. Also ich würde mal sagen, unser Triebwerk wird anders angetrieben. Und zwar mit ordentlich Wumms. Ah, scheiße. Wir müssen natürlich den Splitter noch einbauen. Hoffentlich für beide eine Pumpe. Da geht nicht die aus. Eine Pumpe für 2. Direktverbindungen. Ich weiß nicht, ob wir genug Schub damit kriegen, ne? Das ist jetzt die nächste Frage. Holy shit. Ich hätte es vielleicht leichter bauen sollen, ne? Ich würde sagen, wir haben nichts zu verlieren. Höhe. Start in 3, 2, 1. Okay,
Okay, da müssen wir noch was an der Konstruktion ändern. Das müssen wir noch anpassen. Wir setzen die Triebwerke jetzt mal so weit außen hin wie möglich. Und dann passen wir das Ganze so ein bisschen noch über den... ohne Grid an. Und gehen jetzt nochmal aufbauen. Schauen wir mal, ob wir jetzt 500 Meter reichen. Natürlich, die Spitze ist vielleicht ein bisschen doof gewählt, aber es schaut halt cool aus. Schauen wir mal, was passiert jetzt. Wir müssen Treibstoff freischalten müssen und dann sollte das Ding abheben können. Und auch wieder seitlich. Okay. Nee. Das funktioniert nicht so. Da müssen wir umplanen. Bauen eine neue Idee, Leute. Ganz neu. Schrott. Also fortgehen wir mit diesen simplen Leitern. Echt gut, wahrscheinlich 3 Meter erreichen. 3 Meter erreicht, gut. Dann nehmen wir das individuelle Fass. Hier unten jeweils dran. Jeweils noch links und rechts den Dingern hier. Und ich glaube, das müssten wir dann tiefer setzen, rein theoretisch. Machen wir den Magnet hier aus. Der blockiert ganz schön gerade. Jetzt können wir wieder aktivieren. So, und jetzt können wir zu den Boostern gehen. Beziehungsweise zu den Dingen hier. Aber dann machen wir jetzt so, dass die beide einfach eigene Treibstofftanks kriegen. Wie viel halt der? Haben wir noch 2 Pumpen verbaut. Das geht natürlich wieder nicht. Dann nehmen wir 2 kleinere Treibstofftanks, der hält. Ach komm, die 2 halten noch auch, oder? Duplizieren. Und dann noch eine Pumpe verbauen hier. Außenrum in den Triebwerkskörper rein. Und jetzt fliegen wir schon wieder schräg. Aber wieso? Wieso will jetzt zum Beispiel wieder Teil schräg fliegen? Jetzt fliegen wir fast gerade bei der Konstruktion. Würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt zum Bauen. Ist zwar nicht die tollste Rakete und nicht die schönste, aber pff. Hey, sie erfüllt den Zweck. Und hier ist tschüss. 500 Meter. Kilometer. Haben wir das Ziel erreicht? Und sie fliegt immer noch weiter, ne? Wir haben hier die Onboard-Kamera. Ja, ich sehe da das Triebwerk, alles.
Leitern. Leiter für den Himmel. Oder die Leiter in den Himmel. Und jetzt kommt es wieder runter. Alter, das war viel zu viel Schub. Ich habe irgendwie erwartet, dass das viel schwerer ist jetzt, das ganze Zeug. Jetzt brauchen wir noch eine schöne Nase, dann wäre das eine schöne Rakete rein, theoretisch. Jetzt kommt es wieder runter, das Ding. Schauen wir uns die Geschwindigkeit an. Kilometer pro Stunde. Ja, wird schon. Oder 1000 Kilometer pro Stunde. Wir wollen gar nicht wissen, wie viel Kilometer pro Sekunde das sind mittlerweile. So, und gleich ist Aufknall. Gleich ist Aufknall, da kommt's. Ich würde sagen, wir haben es erfüllt, oder? Viralen Taggerung, bitte was? Ein viralen Tag. Großartig. Hohes Niveau. Tombulent League. Mach mal Lauf. Tu mal hochladen das Video und schau mal, was das sich bringt jetzt. Mega Kombination. Holy shit. Will hoch hinaus. Mega Kombination. Alter, schau dir mal das Geld an. What? Holy shit, okay. Shopping Tour. Ja, ja, neue Ding und so. Ja, ja. Raketenflosse kaufen. LKW-Treibstofftank kaufen. Düsentriebwerk kaufen. Zwillingsjet-Triebwerk kaufen. Wir haben immer noch 100 übrig. Lol. Ihr werdet es nicht glauben, aber mir ist gerade echt der Sound gestorben, kurz. Dann gehen wir weiter. Younglord. Die tut auch wieder darüber meckern. Können wir sie nicht einfach ignorieren? Nö, so eine Kabelei ist doch lustig. Man braucht Feinde, um auf Zack zu bleiben. Was sollen wir machen? Was wäre das Beste mit der Mittelfinger zum Baumaffen? Ein Specht, etwas aus Plastik, eine Axt. Nice, aber... Würde dies auch fliegen? Oh, ich hab's. Wenn diese Säge, eine Tischsäge, und schieße es in einen Müllcontainer. Das sollte eine Botschaft überbringen. Klingt nach einem Plan. Schrott- und Teilmuseum. Oh Gott, was passiert jetzt? Dann sie gesammelt, was? Ja. Oh, welches denn? Sag einfach, dass du nicht für Freundlichkeit bekannt. Warte. Ich lebe von ihm fern, ich habe schlimme Dinge über ihn gehabt. Du willst jetzt dein neues Retro-Teil, oder? Es geht immer nur um die Belohnung, kleiner Schatz. Also habe ich wieder ein Teil bekommen von ihm. Kann ich doch rein theoretisch noch schauen, was ist noch. Baue ein Teil der Gruppe Schrott ein, baue eine Tischsäge ein, schieße eine Rakete in den Müllcontainer. Nö, ich baue jetzt mal wieder was nach meinem Geschmack gerade. So, mal wieder als Zwischendurch-Test, glaube ich, müssen wir zwischendurch einfach mal gucken, was geht. Und wir haben ein neues Retro-Teil erhalten. Das bedeutet doch rein theoretisch, dass wir eine fertige Rakete designen können in dem Fall. Mit den dementsprechend notwendigen Sachen. Also ist der Tank ein bisschen groß. Der auch. Hm, der passt rein. Mal nur gucken, dass wir den hoch genug reinkriegen. Und dann dementsprechend verbinden. Jetzt verbinden.
Nice, das geht. Konstruktion zurück. Und dann brauchen wir natürlich noch das Triebwerk. Was wir dann hier unten reinsetzen. Und dann noch... So still und heimlich. Ja, das geht nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Dann muss ich das hier irgendwie verbauen. So. Dann muss ich hier irgendwie das so... dass das fliegen kann. So. Das schaut doch nach einem Plan aus, würde ich sagen. Nach einer schönen kleinen Herausforderung. Eine simple Rakete. Bauen. Schaut auch ordentlich aus. Hey. Starten wir. Dann holen wir uns die Geschwindigkeitsdaten, die Höhendaten, genauso wie die Atmosphärendaten. Und starten durch. Und weg ist sie. Kilometer haben wir. Geschwindigkeit steigt wie sonst noch was. Vielleicht wird es ja ein neuer Höhenrekord. Wir steigen auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Und mit atemberaubender Geschwindigkeit, finde ich. Das geht echt gut. Rein wird hier noch Booster reinstecken können. Das wäre noch was gewesen. Na, ob das ein neuer Rekord wird, ich glaube es jetzt gerade nicht mehr. Das sinkt viel zu schnell. Für das, dass das ein Rekord werden soll. Schade, das schaut nicht gut aus. Aber es war wieder ein guter Ansatz. Man müsste sie nur länger machen wahrscheinlich. Haben wir Booster rein, länger. Dann kann die wahrscheinlich, weil die sehr stabil mit den Retro-Teilen. Ich glaube, in der nächsten Folge versuchen wir einfach mal unseren Rekord wieder an Höhe zu brechen, oder? Weil das Triebwerk ist sehr, sehr gut. Wir haben auch noch genug Space nach oben, damit wir das machen können. Bedeutet, im Grunde müssen wir nur schauen, dass wir die vielleicht um 1 verlängern, um 2. Noch mindestens einen Tank reinsetzen. Wenn am besten nicht sogar 2. Und dann schießen wir das hoch. Oder wir probieren das mit Schrott. Das ging ja auch, eine Schrottrakete, eine gerade kurze. Die sollte auch auf jeden Fall gut nach oben kommen. Wenn wir uns die jetzt anschauen, die fliegt halt jetzt straight wieder zu, auch wieder straight zurück. Die geht auch direkt wieder auf die Geschwindigkeiten, wie wir hochgeschafft haben. Uff. Ja. Und jetzt kommt sie dann zurück. Onboard Zoom. Wo willst du hin? Du kleine Rakete, du. Und Aufschlag. Ja, das laden wir mal hoch. Selten Tech haben wir rum. Düsenflieger. In Höhe von 20. Altmodisch. Sprint. Retro. Wir machen eine Nostalgie. Und laden das Video einmal hoch. Einfach um noch ein bisschen Geld währenddessen zu generieren. Brauchen tun wir es ja eigentlich nicht, aber okay. Wahrscheinlich, wir haben nicht mal einen Tech errungen. Schade. Aber man macht auch immerhin wieder, auch wenn wir auf 100.000 gehen müssen, aber ja. Ja, man braucht ordentlich Geld dafür. Süße Rede, du hast, aber schreib mir, wenn du echt das Angebot haben willst. Bombi 7. Aber Leute, ich würde sagen, wir schreiben dem das nächste Mal. Ich hoffe, es hat gefallen. Mir lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.